Herzlich willkommen zu Game Nummer 3 zwischen TAP und SDW. Wir haben bei TAP folgende Schiffsaufstellung: eine Yamato, Ohio, Doppel Nevsky, Minotaur, Colbert, Shimakaze, Doppel Gearing. Auf der anderen Seite bei SDW haben wir Ohio, Conqueror, Doppel Nevsky, Doppel Marseille, Gearing, Daring und eine Gdansk. Let's go! So, schauen wir mal rüber, wie die Jungs von SDW sich das Ganze überlegt haben. Sie spielen hier einen Smoke Train mit der Gearing. Daring fährt in die Mitte vom Cap. Gdansk nach oben. Ich denke, dass sie die Doppel-Marseilles wollen den Push machen. Ich weiß nur nicht, ob ein Push so gut funktioniert bei einer Map, wo alles auf Open Water ist. Ohio fährt auch mit rüber. Sie spielen dann mit einem Conqueror noch. Auf jeden Fall solide Picks, würde ich erstmal sagen. Schauen wir auf die andere Seite zu den Jungs von TAP. Wir haben hier auch einen Smoke Train mit der Nevsky. Yamato, die wird sich ein bisschen hinten halten müssen, weil Yamato Nose In wird wieder sehr, sehr gerne gefarmt, denke ich mal. Dann auf der anderen Seite haben wir die Shimakaze, Gearing, Minotaur, Colbert. Okay, sie spielen einen aggressiven Smoke Train in der Mitte. Das ist eine Radamino, oder? Jo, ist eine Radamino. Also sie wollen halt, sie werden wahrscheinlich versuchen, einen Early DD-Kill zu bekommen. Und dann haben wir Shimakaze mit Nevsky. Okay. Das wird ein interessanter Smoke Train. Und jetzt, aber die Daring macht das hier clever, ne? Die steht hier nicht Nose In, sondern die kann jetzt rauskiten, aber die wird trotzdem ordentlich Damage bekommen. Von dem, der DPM ist real. Schön wiggle, wiggle. Wiggle your Daring Booty hier raus. Elegant. Oh, schön gedodged, die letzte Salbe. Das hätte nochmal ordentlich schmerzen können. Kriegt er die Salbe auch noch gut gedodged. Sagen wir mal so, er hätte dabei auch sterben können. Deswegen Hut ab, gut rausgekommen noch, aber gut angefangen. Ja, Starlof, danke für den Hinweis. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob es nach vorne ist oder nach hinten. Bei denen aber, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen was geplant haben den Tag über. Ne? Gerade am Nachmittag, vielleicht habe ich abends noch was geplant. Aber da können wir in Ruhe nochmal sprechen, ja, was mir so aufgefallen ist. Das, denke ich, machen wir nicht im Stream. Ja. Gut, dann Gearing Smoke Train. Sehr interessanter Smoke Train. Ich hätte ihn eher so ein bisschen so gezogen, so ein Halbkreis, dass der Cruiser auch wieder rausfahren kann, ne? Wenn der Smoke endet. Immer nicht schlecht. So, auf jeden Fall dieses R-Cap werden sie, die Jungs von TAP, safe bekommen. So, und jetzt wird es hier interessant. Oh, ganz viele Torps. Ui, da steht jemand Breitseite. Ui, da nimmt er Torps. Ui, das tut weh. Eieieiei. Deswegen niemals Breitseite im Smoke Train stehen. Immer mit dem Arsch nach hinten gewinkelt. Ah, wichtig, wichtig. Ja, also Breitseite ist immer... ist immer Torp-Gefahr. Franz Manne, Gude, ich grüße dich auch. So, schauen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir jetzt die Gearing, die toppt jetzt mal. Ja, und hier, das gefällt mir. Aber er steht hoffentlich nicht noch in. Ah, er steht noch in. Uiuiui. Das wird interessant. Wenn er hier spottet, dass er einen Gamer-Turn machen muss, möchte ich nicht mit ihm tauschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also das könnte unangenehm werden. So, wir schauen mal, der Conqueror wird ein bisschen gefarmt. Daring, ich denke, dass der dieses B-Cap nicht contesten sollte. Erst wenn der Smoke weg ist, dann kann er es mal versuchen. Nevsky hat sich wieder geheilt, Shima ist im Radar, drückt ihn ein bisschen raus. Ich finde es interessant, dass sie hier eine Shima genommen haben und keine Gearing. Ich hätte tatsächlich eher mit einer Gearing gespielt. Ist einfach besser, weil der Smoke länger hält und die Nevsky hat jetzt nämlich gleich ein technisches Problem. Hat der ein Radar ready? Nein. Der Smoke müsste gleich auslaufen. Ah ne, der müsste gleich auslaufen. Das zählt ja hoch. 1,30 hält er ungefähr. Und jetzt ist er spotted. Jetzt schauen wir mal, was die Jungs da draus machen, wenn wir aus dem Doppel-Smoke-Train. Jetzt muss er auch noch einen Gamer-Turn machen. Ich weiß ja nicht, ob das so viel Freude bereitet. Jetzt muss AP kommen. AP? Die andere Nevsky hat ein bisschen gepennt. Ich weiß nicht, ob die 8 Kilometer Torps da was bedeuten. Ey, jetzt musst du mit Gearing den Spotted halten. Er hat noch ein bisschen Radar-Cooldown. Jetzt ist AP zu spät. Er hätte gleich kommen müssen, gleich im Turn.
schön abfrühstücken, mitnehmen und Danke sagen. Ja, die Gdansk hat auch gut... Ja, und das ist jetzt das, ne? Er ist halt jetzt... Er hat den Turn wahrscheinlich gut hinbekommen, sonst würde er anders aussehen. Oder es konnte ihn keiner punishen. Ja. Also ist ziemlich ausgeglichen noch. Punktestand sagt jetzt auch noch nicht so viel aus. Ja, die Nevsky ist natürlich Target. Da kommt der Torb, den gedodged. Ja, auf Max Range. 12 Kilometer Shima Torps, oder? Kurzen Blick riskieren. Ja, 12 Kilometer. Hier kommen doch relativ viele Torps rein und den Smoke. Ja, also ich würde mit dem Conqueror nicht unbedingt da mich aufhalten, wo eine Mino und eine Dings ist. Ja, und da geht die Nevsky raus. Wenig überraschend. Da hätte ich jetzt auch mein Geld drauf gesetzt, dass der First Blood ist in der Runde. Ja, der Smoke ist eher nicht so Premium. Ne? Das, also man muss halt seinen Smokebot am Cruiser spielen und nicht umgekehrt. Nicht, der Cruiser muss nicht in den Smoke fahren, sondern theoretisch muss der Smoke schon da sein. Ja, und da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen, das Ganze. Ja, diese, jetzt fährt er auch noch weg. Klar muss er dodgen, aber wenn ich jetzt auch noch wegfahre vom Smoke, lang ist die Duration Time nicht mehr. Aber es dürfte ausreichen. Jetzt fährt die Daring da wieder rein. Freunde, da ist doch eine Radamino drin. Das muss ich doch beim ersten Mal schon verstanden haben. Ah, also da cleverer agieren. Ne? Ich weiß ja, in diesem Smoke ist die Radamino hundertprozentig drin. Und dann weiß ich doch, Radamino 10 Kilometer Radar, dann halte ich 10 Kilometer Abstand von diesem Smoke. Und dann passiert mir nichts. Dieses Backup würde er niemals kriegen. Er müsste schon lang woanders hinfahren. Ja, gut, er hält Spotting. Die Gearing nimmt einen Shima-Torp. Das ist natürlich auch sehr belastend. Damit ist die Nevsky jetzt nebellos. Und er steht schon wieder Breitseite hinterm Smoke. Jetzt hat sein Mate vorher schon 3 Shima-Torps genommen. Jetzt macht er dasselbe. Jetzt ist er spotted, weil wahrscheinlich die Shima zu nah dran ist, in seinem Smoke-Firing-Penalty drin ist. Ja. Da ist die Gearing, die Daring versucht es immer noch. Hat er überhaupt Torp-Range? Er torpt halt auf Max-Range und hofft, dass er was trifft. Wild. Ja, es sieht für SDW nicht gut aus. Ich meine, hier in Marseilles machen halt auch eher Zero, ne? Also, ja klar, sie kriegen den Druck schon. Also, Zero ist jetzt ein hartes Wort. Das stimmt ja nicht. Sie bauen schon Druck auf, aber zu wenig, ne? Die Gdansk kriegt jetzt endlich mal ein Radar und kann jetzt hoffentlich die Gearing machen. Normal muss man sich da auch absprechen. Wenn ich als Gdansk-Spieler sage, lo Leute, ich bin Spot, ich habe Radar, dann müssen die Shots sitzen, weil jetzt geht die Gdansk raus und wenn die Gearing hier nicht stirbt, ist das massivst belastend. Aber er nimmt sie noch mit. Aber eine lebende Gdansk wäre auch angenehmer, um die Yamato hier zu spotten, um Damage drauf zu kriegen. Ja, Alter, man muss ja auch sagen, ich sehe das von oben natürlich deutlich besser wie die Jungs, die wissen nicht, wo die Schiffe sind. Aber so ein paar Sachen kann man schon ankreiden, dass der Conqueror jetzt wieder da rein... Leute, es ist doch klar, dass hier eine Kolbeer und eine Mino drin stehen. Da fahre ich doch nicht nochmal drauf. Ich weiß doch, dass die ungefähr 15, 16 Kilometer Range haben. Dann bleibe ich halt mit dem BB 16 Kilometer weg. Ich glaube nicht, dass die mit Range-Modul spielen. Ja, wobei, man weiß es ja nie. Aber ich würde nicht sagen, dass man mit Range-Modul spielt. Der wird halt jetzt abgefarmt. Und da toppt die Shima den nächsten raus. Das ist so unfassbar wild. Diese Shima. 2 Torpedo-Kills. Ich glaube, die Shima hat in der Runde 150k gemacht. Ah, vielleicht nicht so viel, aber 100k auf jeden Fall. Der hat fast eine ganze Nevsky rausgetorbt. Und ich glaube, der Nevsky hat jetzt auch ein paar Torps in die Seite gedrückt. Also. Gut, dann schauen wir mal hier oben. Was die Yamato so macht. Die sieht auch nicht mehr so gut aus. Ah, ich bekomme gerade den Hinweis, die spielen schon Doppel-Gearing. Ach, die spielen Doppel-Gearing, deswegen die Shima. Ah, okay, ja. Stimmt, hast recht, ne? Aber
trotzdem, also die Gearing war in der Mitte, dann kann ich aber noch was anderes spielen. Ich könnte zum Beispiel eine Sherman spielen. Könnte ich auch noch, hätte ich auch noch einen Ami-Smoke. Gut, hätte ich einen weniger. Sommers ist, glaube ich, auch nicht gebannt. Ah, das müsste ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich würde eher eine YY spielen als eine Shimakaze. Aber was reden wir gerade hier über die Shimakaze? Die Shimakaze hat den Job gemacht, ne? Ich rede jetzt hier nicht die Shimakaze. Die Shimakaze kriegt wahrscheinlich auch gleich noch einen Daring-Kill. Ja, wow. Also die Shimakaze hat in der Runde alles richtig gemacht. Und wahrscheinlich kriegt er jetzt nochmal Torpedo-Hits. Also ich glaube, die Shima hat in der Runde am meisten Damage gemacht. Kriegt er nochmal einen Torpedo-Hit? In die Ohio. Ja, ich denke, das, ja, das hat es ihn halt auch mal erwischt, aber trotzdem. Ja, der Damage war von der Shima auf jeden Fall gut und da kommt nochmal ein Set. Aber das trifft, glaube ich, nicht wirklich. Run, ich grüße dich. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream und dir weiterhin auch viel Spaß beim Tournament. So, die letzten 40 Sekunden und dann können wir gleich uns mental schon mal auf das nächste Tab-Game einstellen, weil die Jungs spielen dann gegen Feed im nächsten Game und ja, die Marseille darf sich jetzt noch gemütlich abfarmen lassen von den verbliebenen Jungs. Die Frage ist, ob er das noch so lange überlebt, aber ich denke mal schon, er hat noch einen guten HP-Pool und deswegen kann er das eigentlich ganz gut stehen, die restlichen 14 Sekunden. Vielleicht nimmt er noch die Mino mit. Eher nicht so. Aber das war's dann auch mit dieser Runde. Und wir gratulieren den Jungs von TAP zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Und damit in dieser Best of Three Serie mit dem letzten Game den Sieg geholt. Herzlichen Glückwunsch.